Wir sollen hier diese trigonometrische Formel beweisen. Wir werden vom linken Teil starten, in der Hoffnung, indem wir das ausrechnen, zum rechten Teil zu gelangen. Hier sehen wir Sinn plus Sinn und hier Cos plus Cos. Das erinnert stark an Formeln von Simpson. Diese setzen wir hier ein. Sinn plus Sinn, das ist 2 mal Sinus der halben Summe dieser zwei Winkel, mal Cosinus der halben Differenz dieser zwei Winkel. Und Cos plus Cos, das ist 2 Cos Cos. Hier haben wir ein Produkt im Quadrat und hier ebenfalls. Also erheben wir jeden einzelnen Faktor im Quadrat. 2 im Quadrat steht da, Sinn von diesem Bruch im Quadrat steht da, Cos von diesem Bruch im Quadrat steht da und hier rechts genau dasselbe. Jetzt sehen wir, dass wir in dieser Summe eine 4 ausklammern können, aber auch diesen Faktor Cosinus im Quadrat von Alpha minus Beta halbe. Dann tun wir das. Wir klammern diese beiden Faktoren aus und zwischen Klammern bleibt noch diese Summe. Wir erkennen Sinus im Quadrat von einem Winkel plus Cosinus im Quadrat von genau demselben Winkel. Das macht durch die Grundformel der Trigonometrie 1. Also bleibt hier noch dieses Produkt mal 1, das heißt dieses Produkt, was zu beweisen war.